Viele Leute gehen gerade in der nassen, kalten Jahreszeit sehr leichtsinnig mit ihrer Gesundheit um. Nur mal kurz zum Bäcker gehen, da brauche ich doch keinen Schal oder warme Handschuhe, so denken viele. Aber das ist ein trügerischer Irrtum. Denn schneller als man denkt, läuft die Nase, die Stimme ist belegt, es kratzt im Hals und das Atmen ist ein wenig schwerer. Da ist er schon, der Schnupfen. Aber wie genau bekommt man eigentlich einen Schnupfen? Und was kann man gegen ihn tun? Auslöser für einen Schnupfen sind Viren. Sie befinden sich in der Atemluft oder in feinsten Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen direkt von einem Erkrankten ausgestoßen werden. Die Tröpfchen bleiben an den Händen haften und werden von dort auf Türgriffe oder Lichtschalter übertragen. So verbreiten sich die Viren rasend schnell. Um eine Verbreitung zu vermeiden, sollten Erkrankte sich regelmäßig die Hände waschen. So schützen sie sich und andere. Außerdem sollten Sie das Immunsystem stärken. Essen Sie 5-mal täglich eine Portion Obst oder Gemüse. Es ist zudem wichtig, viel zu trinken, egal ob heiß oder kalt. Damit sich Ihr Körper schnell erholen kann, sollten Sie ausreichend schlafen. Ansonsten riskieren Sie, den Schnupfen zu verschleppen. Achtung! Das oft verwendete Nasenspray sollte keine Lösung sein. Die Nasenschleimhaut schwillt nach längerem Gebrauch meist noch stärker an. Wenn Sie diese Tipps beachten, sind Sie für die kalte und nasse Jahreszeit bestens gerüstet und können auch diese in vollen Zügen genießen.